Hallo und herzlich willkommen zurück bei Project Zero, Priesterin des Schwarzen Wassers. Ihr kennt das ja mittlerweile. Wenn ich auf der Karte bin, habe ich immer ein bisschen Angst, wenn ich auf der Karte starte oder ende. Ja, wir sind jetzt hier. Wir haben hier mal wieder den Kazuya umgelegt. Irgendwie legen wir den ständig um. Es ist irgendwie seltsam. Ja, aber wir sollen eigentlich in unser Räumchen zurück. Aber ich würde gern das mit der großen Frau, das lässt mich nicht los. Das Problem ist jetzt auch, jetzt weiß ich, dass es egal ist, ob man die umbringt. Die kommen sowieso zurück. Wir gehen jetzt erstmal in jedes Räumchen nochmal gucken, ob hier alles okay ist. Und dann gehen wir erst zurück an unseren PC. Oh, guckt mal, deswegen laufen wir jetzt hier rum. Oh nee. Filmtyp 0 mal 6. Was ist denn hier los? Okay, ich habe mich jetzt letzte Folge mit dem 7er Filmtyp rumgequält. Ich weiß halt auch nicht, das ist mein Problem. Ich weiß nicht, was hier der Endboss ist. Ob das dann die große Frau sein wird, ob sie irgendjemand anderes geben wird. Ich weiß es ja nicht und das macht es so schwierig zu einzuschätzen, wann man diesen goldenen Film benutzen will. Ja, sie hat viel Zeit auf dem Hikabin-Berg verbracht. Deswegen will ich die ungern benutzen, weil ich halt nicht weiß, wann. Ich will sie dann natürlich nur für den mega großen hier benutzen, aber meistens kündigt es ja sich auch irgendwie an, aber hier ist hier ist es so eng, hier kündigt sich gar nichts an. Toll, wir haben einmal Film gefunden. Prima. Hisoko, was sagst du dazu? Niemand schläft so. Oh Gott, ich hasse es, ohne Decke zu schlafen und ohne Kissen. Wie ist denn das bei euch? Seid ihr auch so, braucht ihr eine Decke? Oh, ich brauche unbedingt eine Decke. Das war in, ich weiß auch, wo war man da? In Spanien? Nee. Mallorca, ich glaube, auf Mallorca war das. Da hatten sie irgendwie keine Decken. Das war nur so eine komische Überdecke und das hat gar nicht als Decke gezählt. Aber ich habe eine Decke gebraucht. Ich habe dann die dicke Decke aus dem Schrank geholt, wo es eigentlich viel zu warm war dort. Toll, wir haben jetzt einmal einen Film bekommen. Prima. Das hilft mir jetzt ungemein weiter. Renn, deine Kamera ist scheiße. Auflader bringt überhaupt nichts dabei der. Vielleicht soll man die Angriffsreichweite erhöhen. Oh, Schaden könnte man nehmen. Oh, 120.000. Oh, 100.000 noch. Ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mehr. In dem Dingensbummen-Score 112.000. Gerade mal? Gut, dann gehen wir mal in unser Lieblingsräumchen zurück. Ich habe mir bisher in der Episode viel zu wenig gelesen. Ich hätte gern noch mehr. Spiel, du weißt das doch. Ich will das doch lesen. Wir wollen das alle lesen. Nicht nur so ein bisschen hier. Mach mal ihre Beine hoch. Das sieht. Wo sind eigentlich ihre Schuhe? Rui ist noch nicht aufgewacht. Ja, es ist sehr beunruhigend, aber noch beunruhigender ist es, sich wieder hier dran zu setzen. Der Glaube, der auf dem Hikami-Berg praktiziert wurde, basiert auf den Priesterinnen des Schreins. Sie hüteten die Grenzen zwischen den Welten. Sie hatten zwei Aufgaben. Die eine war, die Tode derer, die zum Hikami-Berg pilgerten, zu überwachen. Und die zweite Aufgabe... Spielt mir schon überall irgendwas ein, ey. Da, die andere ist da. Die andere, die will mich jetzt auch holen. Die hat doch aber den Kazuya schon gut. Nein! Das Mächtige hält sie verschlossen. Wieso können wir denn nur nach oben? Ich will doch nach unten. Die stand da. Kazuyas Frau. Hm.
Das ist eigentlich so viel, ne? Ausweichen bitte. Nicht doch auf der Treppe, was soll denn das? Wie viele Seiten? Seid ihr 2 oder 3? Ach, ihr seid aber nervig. Lass mich mal bitte vorbei jetzt erstmal. Nein, nicht doch vor mir. Das sieht so aufregend hier. Also für euch werde ich garantiert... Hallo, rennen. Renn mal bitte. Bist du langsam? Ja. Oh Gott. Was ist denn nur los mit euch? Können wir das nicht irgendwie so klären? Wieso sind denn da so viele? Hilfe! Rennen! Nein. Immer. Guck mal, der Kamera hier raus hier. Ist das nur eine? Es wäre schön, wenn es nur eine wäre. Gut. Entschuldigung. Oh, sie ist bald tot. Ihr Weiber, ey. Ich muss doch schon auf 3 aufpassen. Hier auf dem linken Ohr, bei mir ist auch noch eine. Oh, muss anfassen, ankrabbeln. Nein, man kann sie nicht ankrabbeln. Ich habe gesehen, dass ihr da unten seid. Okay, gut. Wenn wir einmal hier oben sind, dann können wir auch mal gucken. Okay, alles okay. Okay, wir müssen an sich nach unten, aber wir lassen uns das nicht nehmen und gucken hier überall mal. Wie geht's uns eigentlich? Oh, uns geht's relativ gut. Wenn ich im richtigen Augenblick drücke, geht das mit dem 7er auch nicht ganz so langsam. Oh. Hier hat was ausgepupst. Ein Zettel ausgepupst. Ich hab's getan. Ich darf nicht immer durchdrücken. Ich darf den doofen Trigger nicht durchdrücken. Ach, die Suka. Du hast das extra für mich da hingelegt. Jetzt gib's mir auch. Geisterbräute. Ein altes Buch liegt auf dem Boden. Ich kann das Wort Geisterhochzeit darauf erkennen. Beim Autor scheint es sich um den Volkskundler Keiji Watarai zu handeln. Priesterinnen durchleben einen endlosen Kreis von Leben und Tod in den Särgen und verschmelzen langsam mit dem Wasser. Zum Schutz des Berges müssen sie den Schmerz und das Leid ganz alleine tragen, bis sie an ihre Grenzen kommen. Jedoch gibt es eine bestimmte Zeremonie, mit der die Qualen der Seelen dieser Priesterin gelindert werden können. Zugleich wird so auch ihr Dasein als Stütze verlängert. Hierbei handelt es sich um die Geisterhochzeit. Lebendige Männer werden zum Berg gebracht, um die leidenden Priesterinnen zu heiraten. Sie wählen ihre Priesterin aus und geben sich dann gegenseitig ihre Eheversprechen. Man sagt, dass im Moment der Vereinigung beider Seelen die Seele der Priesterin in diese Welt zurückkehrt.
Danach wird sie zusammen mit ihrem Bräutigam in ihren Sarg zurückgelegt, damit sie weiterhin ihrer Pflicht als Schutzwall zwischen den beiden Welten nachgehen kann. Wird in diese Welt zurückgekehrt. Aha. Die Priesterin bleibt allein, bis sie an eine Geisterhochzeit gebunden wird. Doch muss sie zunächst darauf warten, gewählt zu werden. Dieses Ritual beschwört Gefühle herauf, die Grenzen zwischen Leben und Tod überwinden. Vielleicht ist es sogar tief im Glauben dieser Region verwurzelt, dass die Einwohner sich vor der Natur fürchten und sie zugleich anbeten. Ich frage mich, was in den anderen Zimmern vor sich geht. Ich sollte die Überwachungskameras im Auge behalten. Nein, jetzt haben wir hier bei ihr was gefunden. Jetzt will ich alles andere noch finden. Frau im Spiegel. Das war sie, das war sie. Sie sieht aber so traurig aus. Vielleicht hat sie ja den Katsu ja wirklich geliebt. Oder war das der andere, den wir mal Fuyuhi prüfen? Okay. Guten Tag, ihr zwei. Habt ihr mir vielleicht auch ein Buch irgendwo hingelegt? Nee, natürlich nicht. Wir müssen jetzt noch zur Yuri gehen. Weil die gute Yuri, bei der waren wir noch nicht. Außerdem müssen wir eh da hinten runter, weil wir sonst nicht da hinkommen. Hier müssen wir runter. Hast du mir irgendwas hingelegt? Nee, natürlich nicht. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank für nix. So, jetzt gehen wir mal hier hinten runter. Hoffentlich kommen wir jetzt in den Laden. Ich will hier nicht mehr kämpfen. Hier ist voll eng. Wenn ich daran denke, dass hier eventuell die Große rumlatscht. Kann ich diese Tür... Ich will diese Türen öffnen. Warum sind hier diese Türen? Ja, ich weiß, dass sie verschlossen ist. Bringt doch bei Geistern nichts. Ja, Badezimmer. Wir können auch kein Haarbad machen. Wir können leider kein Haarbad nehmen. Ach, hier ist doch der andere. Oh, Verzeihung, ich bin gerade an die Dings gekommen. Hallo. Liegt hier was? Nee, wie will ich da raus? Nimm mich raus. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Ist hier jemand? Liegt da was? Nee. Das ist doch eigentlich... Ist doch Tag, oder? Okay, wir gehen mal lieber wieder... unser Räumchen. Okay, Madame. Rui ist noch nicht aufgewacht. Das ist beunruhigend. Ja, genau. Okay, wir gehen jetzt mal hier in unser Gerät. Yuri. Hinasaki-san, Oyako. Oh Gott. Das bin ja ich. Aber sie war das doch. Oder ist das eine Nachaufnahme? Hä? Ich war schon einmal hier. Hier werden die Geisterhochzeiten abgehalten. Wieso bin ich jetzt hier?
Was soll denn der Blödsinn? Sie lässt sich nicht öffnen, okay. Also da kommen wir schon mal nicht mehr zurück. Okay. Oder wurde ich jetzt ausgewählt? Okay, es gibt nur einen Räumchen. Oh Gott, das ist hier hinten das. Willst du nicht rein? Wenn losrennen? Jetzt. Ich weiß, ich würde da auch nicht rein wollen. Oh Gott. Okay, dann schauen wir uns mal unsere Braut an. Wir wurden ja auserwählt. Netterweise. Aber die Ruhe ist doch gar nicht da. Oh. Yuri. Hisoka und Rui. Und sie. Sie ist aber jung. Das ist doch Rui, oder? Nee. Links ist Rui. Oh Gott. Wollen die alle Rennen haben? Der Arme. Alle meine Frauen. Bitte was? Ren erfuhr den wahren Grund für die Rituale auf dem Hikami-Berg. Der Berg fungiert als Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten. Er diente als Ort, an dem die Seelen der Besucher in das Wasser zurückkehrten, dem sie auch entstammten. Priesterinnen nahmen die Erinnerungen der Toten in sich auf. Sobald sie jedoch keine mehr ertragen konnten, wurden sie in Reliquaren geopfert. Geisterhochzeiten sollten die Seelen der Geopferten trösten und stärken. Verheiratete Paare wurden in die Finsternis geworfen, die in das Jenseits führt. Das Wasser verbindet alles. Bitte was? S plus sogar? Das ist ja krass. Voll gut gewesen, ey. Die dunkle Sonne. Was? Letzter Tropfen. Nein, ich will nicht. Wie letzter Tropfen? Niemand will das. Yuri, Ren und Mio stellen sich ihrem Schicksal. Okay, Geisterliste 53% Episoden mit. Okay, dann beginnen wir mal. Yuri, Mio und Ren begeben sich zum Berg, um den ganzen Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Yuri, Mio, sie haben alle ihre eigenen Gründe, warum sie diesem Lockruf folgen. Ein dichter Nebel fällt auf den Berg, als ob er sie selbst aufhalten wolle. Kleidung? Mio. Schade, dass einem das nicht so angezeigt wird. Okay, gut. Warte mal, 25 sollte reichen. 5. So, wir kaufen diesmal richtig ein hier. Oh, schade eigentlich. Ah, wir lassen es einfach mal so mit dem Film. Braut des schwarzen Wassers. Letzter Tropfen. Oh, ich krieg voll Gänsehaut. Als das Glühen der dunklen Sonne schwindet, kommen die schlafenden Mädchen wieder zu sich. Der Berg ruft unsere drei Protagonisten zu sich. Ihre jeweiligen Mysterien warten darauf, gelöst zu werden. Oh nein, dann ist es doch zu Ende, oder? Oh nein. Wer ist das denn? Oh. Ist das widerlich?
komisch, dass ich mich da nicht erschrecke, aber scheinbar ist das klar, dass man irgendwie irgendwelche komischen Gesichter erwartet. Zu Hause? Sie ist zu Hause? Die Tür ist offen. Der Schrein am Wasser. Er ruft mich zu sich. Er erwartet mich. Ich muss gehen. Nehmen? Julis Notizbuch 4. Es ist mein Tagebuch. Der Arzt im Krankenhaus hat mir geraten, dass ich mir eins zulegen soll. Ich soll meine Gedanken, Träume und die Dinge, die ich sehen oder hören kann, darin festhalten, damit ich sie mir später nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen kann. Trotzdem hat er mir am Ende noch immer nicht geglaubt. Ich träumte von einer Priesterin, davon selbst eine Priesterin zu werden. Sie entfernte ihre Augenbinde und blickte auf einen sterbenden Mann. Sie verdeckte ihre Augen und weinte. Ich habe nicht geweint. Ich weinte nicht einmal, als Hisuka mich vor meinem Sprung in die Tiefe gerettet hatte. Hisuka hatte jedoch geweint. Ich frage mich, wann ich wohl das letzte Mal geweint habe? Als Kind trieb mir der Sonnenuntergang Tränen in die Augen. Wenn ich jedoch jetzt einen Sonnenuntergang sehe, starre ich ihn gefesselt an. Dabei fühle ich mich, als würde ich dahin schmelzen, als würde ich auf die andere Seite gelockt werden. Okay. Überprüfen. Hisuka mag es gar nicht, wenn ich mein Bett nicht mache. Ich werde mich später darum kümmern. Ja, wenn wir zurückkommen, kann sie sich darum kümmern. Das ist gar kein Problem. Da ist eigentlich eine Kamera. Ah ja. Okay. Wird das hier jetzt das neue verschleierte Haus oder was? Schauen wir mal. Gut, die Hisuka noch da ist. Sie schläft doch einfach, oder?
Hisukas Tagebuch 6. Ich habe von einem strömenden Fluss geträumt, von Fluss des Todes. Wir mussten ihn überqueren. Jeder versuchte, gegen die Strömung anzukommen, bis einer nach dem anderen ermüdete und vom Wasser weggeschwemmt wurde. Ich konnte sie nicht retten. Zum Schluss bin ich... Zum Schluss wurde ich ganz allein weggespült. Alle versuchten, als Einheit gegen den Strom anzukommen. Ich war erleichtert, dass wir alle verbunden waren. Dann wachte ich auf. Als ich Judy auf der Klippe berührte, sah ich ihre Verzweiflung, ihre Schuld des Überlebens, ihre Besessenheit vom Toten, ihre Unentschlossenheit, diesem hinterherzujagen. Vielleicht sieht Judy mich an und ich sie, weil wir versuchen, gegen den Strom anzukämpfen. Sie redet im Schlaf. Okay, ihr Lieben, das war viel. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und mal gucken, wann uns die große Frau das nächste Mal begegnet. Tschüss.